Ich gehe mal noch hinter dir, da meldet sich nämlich ein junger Mann, den Sie haben sich schon öfter gemeldet. Was brennt Ihnen denn auf dem Herzen? Schönen guten Abend, mein Name ist Dario Benjamin. Und ich finde bis jetzt die Diskussion, naja, ist eigentlich wie eine Gummibärchenwelt, was ich jetzt hier höre. Von vielen Menschen viele Probleme, aber das Übel am Zahn zu packen, an der Wurzel, das wird hier gar nicht angesprochen. Was ist es denn Ihrer Meinung nach? Na, wir müssen uns mal vor Augen halten, was am 15. April diesen Jahres hier geschieht in diesem Land. Da werden die letzten 3 AKWs, Atomkraftwerke, abgeschaltet. Das bedeutet, dass wir noch mehr Arbeitslosigkeit erhalten werden. Dass die Preise für Energie steigen. Die hausgemachte Ideologie der Grünen. Deshalb, ich kann diesen grünen Politiker, kann ich nicht mehr zuhören, weil diese Politiker, die da, die 736 sogenannten Fachkräfte, die da im Bundestag sitzen, wissen überhaupt die Menschen, die Berliner, was uns jährlich der Bundestag kostet? 1 Milliarde fast. Und das ist nicht normal. Und diese Menschen, die dort da sitzen, in dem bunten Tag, die haben nicht die Probleme wie die Bürger hier in der Stadt. Und deswegen müssen wir die Probleme in der Politik angreifen. In meinen Augen sitzen da keine Facharbeiter, sondern Volksverräter. Und jetzt will ich noch mal richtig auf den Punkt kommen. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückkommen zu meiner Frage, die ich eben hatte. Wir haben ja über 12 Euro Mindestlohn und ab wann es sich lohnt zu arbeiten. Würden Sie denn für 12 Euro Mindestlohn arbeiten? Na, selbstverständlich. Ich muss ja als Selbstständiger unter 12 Euro manchmal arbeiten. Also Sie sind selbstständig? Richtig. Kommen Sie über die Runden? Na, halbwegs. Das ist ja das Problem. Aber vielen Menschen, glaube ich, geht erst ein Lichtlein auf, wenn der Kühlschrank leer ist. Die Menschen gehen nicht auf die Straße. Wir sehen gerade in Paris und Frankreich, wie die Menschen auf die Straße gehen. Aber in Berlin in den letzten 3 Jahren haben wir gesehen, dass die Leute nicht auf die Straße gehen. Und viele Probleme, die sind hausgemacht im eigenen Land. Genauso Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Der Amerikaner hat diesen Anschlag... Da kommen wir jetzt wieder ein bisschen weg vom Thema. Wir müssen erstmal jetzt unseren... Ich möchte jetzt gerne einen besprechen. Nee, Ich bezahle GZ-Zwangsbeiträge. Ja, warten Sie. Über diese Diskussion führe ich jetzt mit Ihnen nicht. Diese Diskussion kann ich jetzt mit Ihnen nicht führen, weil wir haben heute ein wichtiges Thema zu besprechen. Und wir möchten mal auflösen unsere Abstimmung mit Ihnen zu Hause. Wir haben Sie gefragt, ob Sie für 12 Euro Mindestlohn arbeiten gehen würden. Und mich würde mal interessieren, wie Sie da abgestimmt zu haben. Und zwar 72. Ich würde Sie jetzt bitten. Wir wollen. Also, ich komme noch mal ganz kurz zu Ihnen. Wir müssen reden, die Sendung. Und wenn Sie hier rumschreien, kann ich nicht mit Ihnen reden. Ich habe noch was zu sagen gehabt. Weil wir jetzt gucken, wie die Leute zu Hause, die auch an unserer Sendung teilnehmen, abgestimmt haben. Nein, da können wir gern danach noch mal reden. Aber jetzt müssen wir erst mal weitergehen. Es tut mir leid. Wir machen erst mal weiter. Ja, ich übernehme jetzt mal. Und gucken erst mal auf die Abstimmung. Sie wollen den Rundfunkbeitrag abschaffen. Ja. Gut, das haben wir jetzt verstanden. Hören Sie. Er würde sich schämen für diese Politik, die Sie nannten. Diese Politik ist keine Politik. Es ist keine Politik, die er so. Jetzt, Sie sprechen die Politik jetzt mehrfach an. Herr Audretsch, Sie sind jetzt von den Grünen mehrfach angesprochen. Können wir uns freundlicherweise darauf verständigen? Die Sendung heißt, wir müssen reden. Die Sendung heißt nicht, wir müssen brüllen. Ich rede sehr oft und jetzt fragen wir.